Was ganz witzig ist, als du zugesagt hast für die Sendung, da hat jemand in unserer WhatsApp-Gruppe von der Redaktion gar nicht geschrieben, Baumgart ist dabei, sondern einfach nur zwei Bilder gepostet. Mhm. Haben wir da einfach, haben wir das da? Ich glaube ja. Ja, einfach Baum und Gart. Ja, so, klar. Sehr witzig, ne? Knaller Gag. Aber dann ist uns aufgefallen, das wurde dann so ein Running Gag in der Redaktion, dass man ganz viele Fußballernamen oder Leute, die mit Fußball zu tun haben, irgendwie so verbinden kann mit Bilderrätseln. Und dann habe ich überlegt, lass uns das doch mal machen. Wir haben das auch viel gemacht. Ich kenne die selber nicht, wirklich nicht. Und die Redaktion hat irgendwas vorbereitet. Und wir raten jetzt einfach mal ein bisschen. Wir sollen jetzt raten? Ja, klar. Na, ich bin mal gespannt. Ich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Mal gucken, was da jetzt also kommt. Wir sind jetzt aber ein Team, ne? Wir sind ein Team. Oh, wow. Ist das jetzt Maske oder ist das Hund? Oder? Warte mal. Also, Mafioso und Crow. Sopano? Aber wir haben hier auch. Haben wir auch. Boah. Boah, Leute, was sind das für Rätsel? Das ist aber hart. Ist da einer nachts am Tag vier? Das sind vier Crows, ne? Vier Crow. Vier? Nee. Also, Nee, Füllkrug ist was anderes. Füllkrug? Ah, Toni Kroos! Toni, der Mafia-Pate. Und es sind mehrere Crows. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt, sicher. Oder? Steffen, wir können hier... Steffen, wir reden hier... Aber viel Fantasie, wir reden hier sagen. Deep über Fußball. So. Am Ende ist es aber auch immer noch eine schlechte Comedy-Sendung. Ja, aber wo ist da die Comedy? Ja, eben. Aber einen machen wir noch. Also, warte mal, ich kenne... Also das ist wirklich Toni Kroos? Ja. Puh. Also ich kann ihm das mal schicken, mal sehen, ob er drauf kommt. Ja, also, das ist, Hut ab. Ich muss sagen, das ist harter Tobak. Oh. Manneken Piss? Ja, Manneken Piss ist das, ja, ne? Ja. So, und ein grüner Haken. Grün. Boah. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte erst Sorge, dass die wahrscheinlich zu einfach werden. Und jetzt stimme ich richtig. Hat hier irgendeiner eine Idee? Oh, da hinten. Pisscheck! Oh, ganz ehrlich, ihr habt... Fantastisch! Aber, oh, dann leck mich auf. Aber sehr gut. Das ist Pisscheck! Sehr gut. Lukas, Pisscheck. Machen wir noch einen? Einen machen wir noch. Alles wegen Baumgart. Ich hoffe, wir machen nicht Schweinsteiger. So. Ruhrwein. Also Weißwein, Rotwein. Schnauze. Ruhr... Ihr wisst alle. Das ist Schweinsteiger. Ja, alles klar. Ah, das ist wirklich Steiger, wirklich Schweinsteiger. Schwein. Ach so, Schweinsteiger, ja. Ich dachte, ihr nehmt ein Schwein und jemand. Egal. Ich hatte. Nice. Das war meine Sorge. Komm, wir machen noch einen. Wirklich? Ja, komm. Aber Pisscheck ist fantastisch. Arsch. Und links weiß ich nicht. Arsch. Ey, Leute, ich bin zu alt, es tut mir leid. Ich bin das rechts übrigens. Ja. Also, Schmidt wahrscheinlich. Benno. Nee, Tommy. Benno Schmidt. Benno, entschuldige. Hast du, Schmidt. Tommy. Also, da nehmt ihr Drogen in der Sendung? Ah, doch, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es, aber dann seid ihr wirklich verrückt. Also das ist ja... Ja, weiter. Ich? Ja? Und links, wie nennt man diese Ritze nochmal? Ich habe so was in der... Kimmich. Kimme. Oh. Ja, sicher. Was ist denn das für eine Redaktion? Steffen, ich kann mich nur entschuldigen. Kimmich. Jetzt. Ja. Jetzt weiß ich, ich habe den richtigen Job. Ich kann mich nur entschuldigen. Nee, wirklich, also sind bei euch Drogen erlaubt? Ja, selbstverständlich. In der Redaktion? Ja, Einstellungskriterium. Ja, okay. Selbstverständlich. Merke ich gerade. Hallo an alle First Mover, Silver Surfer und Klickmillionäre. Wenn ihr noch mehr von Studio Schmidt sehen wollt, dann könnt ihr das hier oder hier tun. Ich hoffe, hier war jetzt auch noch was. Ich habe hier einen hier zu viel. Ansonsten schaut auch gerne drüben in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es alle Sendungen nochmal in voller Länge. Und dann sehen wir uns da. Tschüss!